Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute bei Frank und Valentina mit Makoto. Und Makoto ist zum ersten Mal hier, weil seither auf seinen Deutschland-Trips, also so sagen, es kam Corona irgendwann und wir wollten eigentlich hierher kommen, schon lange, weil Frank und Valentina haben wirklich Top-Koi, die er gezüchtet hat. Aber es hat dann nicht mehr gereicht vor Corona. Aber jetzt seine erste Reise nach Corona, ganz klar zu Frank und Valentina. Bevor wir über die mega geilen Koi sprechen, möchte ich betonen, ich bin zum ersten Mal heute hier als Tabellenführer. VfB steht auf Platz 1 nach dem fünften Spieltag, nach dem Freitagsspiel. Ja. Weil das ist das völlig Verrückte hier. Frank und Valentina haben einen nahezu nicht zu übertreffenden Koi-Geschmack. Und genau sowas schwimmt hier auch. Und fußballmäßig sind sie Bayern München. Also das ist eine sehr ambivalente Angelegenheit hier. Aber nichtsdestotrotz, ja. Mako ano, miso no shitsu. Sui desu ne. Koi no shitsu. Koi no shitsu mo ii desu. Koi no joushi wa? Joushi mo ii. Subarashii da ne. Level wa? Level takai yo. Sugoi takai ne. Und ich sage Ihnen, wir sind vorher hier reingekommen und ich habe als erstes einen Tanshu Showa gesehen, Nisei, den wir dieses Jahr gebracht haben mit Sansei und dann noch ein paar andere Fische und dann kam Makoto und wir haben auf den ersten Blick gesehen, das hier ist gerade auf 100%. Immer noch Joshua, Rotondo, Jaku Percent. Ne? Und 100% gibt es nicht. Ich sage gerade zu ihm, hier sind wir bei nahezu 100% momentan. Und das bei einer Anzahl von Fischen, boah, keine Ahnung, wie viele hier drin sind, 60, 70, so roundabout, Frank nickt gerade, also 60, 70 Koi werden sein. Und sie glauben gar nicht, wie schwierig es ist. Es ist nicht zuletzt auch deshalb schwierig, weil natürlich viele unterschiedliche Varietäten haben unterschiedliche Ansprüche auch ans Wasser, an die Haltung, an die Fütterung. Wir haben auch, haben sie mit dem Teich zu tun, wo viele unterschiedliche Größen auch drin schwimmen, aber irgendwie schaffen die beiden es, auch mit Hilfe von Konishi Number One, den vielen unterschiedlichen Varietäten gerecht zu werden. Hi. Ima anata wa iroiro na koi o cheku shite. Dono koi wa hontou ni tokubetsu? Dono koi? Ich frage ihn gerade, ich sage gerade, er ist gerade so am Sondieren, am Schauen, am Machen und habe ihn gefragt, ob irgendein Koi dabei ist, wo er sagt, er ist ganz besonders. Nani? いい? いい? まず紅葉。紅葉?紅葉もいいし。 紅葉だけ? 他にもたくさんいるよ。 Also, das ist jetzt witzig. Weil alle, die öfters mal in Modern Koi reinschauen, haben das vielleicht mitgekriegt. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich gesagt, wenn Makoto da ist, da müssen wir unbedingt den Koyo rausfangen. Das werden wir jetzt auch gleich machen, weil der ist so außergewöhnlich und wir haben so viele Nachfrage nach dieser Art von Koyo. Es ist eigentlich kein Koyo, sondern es ist, nennt sich in Japan Kaede. Kaede heißt auch Herbstlaub oder Ahornlaub. Kaede no Honyakuwa? So Maple Leaf. So. So ist. Also Kaede ist Ahornlaub und das ist genau das, wo wir ganz viele Nachfragen haben. Und das ist mir jetzt wichtig, dass er ihn mal sieht. Wir haben den hier mit, ich weiß es nicht mehr so, Mitte 70 Zentimeter, Ende 70 wurde er hergebracht. Und den wollen wir jetzt gleich mal fangen. Hoi. Ano, koi no telimo, subarashii ii, ne? Ano, Nihon ni, ano, private no ikki wa, yoku ano, nishikikoi no choji aru? Ya. そんなに多くないですね。そうね。 それは珍しい。珍しい。 Ich habe ihn gerade gefragt, ob in Japan, wenn er da in Privatteiche kommt, ob das oft der Fall ist, dass die Koi so eine wahnsinnige Kondition haben und Qualität und die Schönheit passt. Und dann sagt er, das ist wirklich Mesorashi, das ist selten, das ist wirklich nicht häufig der Fall. Und das ist auch, Sie schauen ja immer, oder viele von Ihnen schauen ja öfters mal die Blogs an und das sieht man dann selber, dass hier irgendwas anderes ist. Dass natürlich hier und da immer mal ein Koi dabei ist, der gerade ein Wehwehchen hat, der irgendwas hat. Das bleibt bei der Menge an Koi überhaupt nicht aus. Das kann auch nicht ausbleiben. Aber wenn man sich jetzt mal an den Topfischen orientiert, ich habe gerade vorher zu ihm gesagt, da unten neben dem Tanshu Showa schwimmt ein Ginrin Tanshu Sanke. Den haben wir vor Corona geliefert. Der ist nach wie vor ein absoluter
Top-Qualität, schon da unten durch, absolute Top-Qualität. Auch viele der Nissei Tategoi, die wir dieses Jahr gebracht haben, spitzenmäßig. Sie erinnern sich vielleicht an den Goschki, den haben wir damals präsentiert. Der ist eher besser geworden als schlechter. Also wirklich sensationell. Imakara Kuyo, Kaedeo. Hi. Ketscheste. Hi. Hi. Also, jetzt fangen wir mal den Kaede raus. Immer, koko, koko. Haiku, haiku, haiku. Haiku, haiku, haiku. Koko ni, koko ni. Hitori de koko, 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 koko. Ich hab gerade gesagt, soll sich beeilen, weil gerade hier schon. Kore, chotto matte. Hetakso. Nuzukashi. Hi. Moi ichido. Hi. Kaede wa tsukuri yasui desu ka? 難しいですね。難しい、うん、どうして難しい？綺麗なのが出ない。は？綺麗なやつができない。どうして？それはわからない。うん。うん。大体その白文字とか、綺麗な色が出ないね。うん。うん、俺すごい綺麗じゃん。Also, er sagt gerade, ich habe ihn gerade gefragt, ob die Zucht von Kaede schwierig ist und von Koyo. Dann sagt er, die ist sogar sehr schwierig.Also, man produziert viele Shiromuchi, also rein weiße Koi, die gar keine Zeichnung haben und auch keine Zeichnung bekommen. Und bei Koyo und Kaede ist es ja so, dass die über die Jahre noch gelb hinzubekommt. Choto, amide, sono uenide. Dass die über die Jahre noch gelb bekommen. Und er sagt, es ist verdammt schwierig, einen mit guter Zeichnung und gleichfalls guter Qualität und gutem Körper zu bekommen.あなたは、カエデを作ったら、どの親鯉から、はい、これの親鯉、これの親鯉と将来のカエデの小鳥の親鯉はだから、他のブラッドラインからできた紅葉と、はい、その、このカエデの兄弟。兄弟。そう、紅葉とカエデのミックスをします。そうです。将来に。将来。昔は昔は時々落ち葉からできました。うん。でも数はやっぱすごい少ないです。それは落ち葉からない。違うじゃん。これはカラシとカエデから。Also, jetzt wird's kompliziert. Der Kaede stammt aus einer Zucht zwischen Karashi und Kaede. Also da war Oswa Kaede, Meswa Kaede. Osuga Kaede. Also, das männliche Elterntier waren Kaede.メスは落ち葉の血が入ったからし鯉ね。ちょっとオレンジタイプの。オレンジタイプの落ち葉。からし鯉。すごい大きい。4歳で94センチだった。Also, ein vierjähriger Karashi-Goi mit 94 Zentimeter. Und Papa Kaede, da kommt dieser hier raus. Und in Zukunft möchte er eine Koyo und eine Kaede-Blutlinie miteinander kreuzen. Sie sehen, wie behutsam er das macht. Nein. Möchte er eine Kaede und eine Koyo-Blutlinie miteinander kreuzen? Durch die Koyo to Kaede o Krososhitai ano Moyo no Tame. So, so, so. Und das habe ich mir schon gedacht, wegen der besseren Zeichnung, oder dass die Zeichnung besser wird, möchte er Moyo und Kaede miteinander kreuzen. Ano Karada wa Shinshirare nai, ne?あ、噛みたくない。麻酔は。あ、まだ入ってない。まだ入ってない。取ってください。はい。あ、フランクさん。大きいね。体はすごい。Also nicht nur die Länge. Frank, weißt du noch, wie groß der war, als er kam? 76. 76 センチから。今は。Ja, das ist das Verrückte, dass die europäischen Messwaren sind immer andersrum als die japanischen. Jetzt muss ich ihn erstmal drehen, das ist aber kein Problem. Schauen Sie die Qualität an. Homer Simpson. Also 87, schau mal. Also 87 Zentimeter. In wie vielen Jahren habt ihr das geschafft? In 4 jetzt, gell? 2. Ah, 2 Jahre, genau. Also, Ninen kann nie. Ano, Daitai, Juju, Isenji, Oki, Kanarimashita. Subarashi, ne? Und da sieht man unten, dass so eine
Genau, müsst ihr gut sein. Das untere, das ist jetzt neu dazugekommen. Da steht auch noch Onaka Kiro demaska? Ano Asagi kara? Aber Asagi no chi wa haitte nai. Haitte nai yo ne. Demo ochiba mo tokidoki onaji taipu arimasu. Ah, hai. Toka furui bloodline no kohaku toka. Mo. Mo tokidoki kono taipu aru yo. Also ich habe gerade gefragt, warum kommt da so eine Asagi Zeichnung unten, wurde da irgendwann mal Asagi eingekreuzt und jetzt kriegen wir wieder neue Informationen und dann sagt er, nee, das hängt vom Ochiba ab, also es wurden auch Ochiba in die Kaedes irgendwann mal eingekreuzt und das kommt vom Ochiba und er sagt aber auch, es gibt auch sehr alte Blutlinien Kohaku, wo im Prinzip genau dieses Gelb dann so entsteht. Immer noch Kachiwa, Shinjirare nai. Nihon ni itara ikura? Daitai? Ich habe jetzt gefragt, was ist der heutige Wert, was ich übrigens sehr mag. Schauen Sie mal die Brustflossen an. Tebire mo kakui, ne? So da, ne. Also die Brustflossen, so Zeichnung auf der Brustflosse ist geil. Auch die Farbe vom Weiß, das ist so ein gebrochenes Weiß, ist sehr geil. Und die Leuchtkraft von der Zeichnung, die ist unübertroffen. Otakusan no nedan dattara 300 gurai da. 300, ne? Also er hat hier, jetzt, das ist nicht das, was Frank und Valentina, die haben ihn ja viel kleiner und mit sehr viel weniger Body gekauft. Und er hat sie jetzt hier entwickelt, aber wenn so ein Kaede Koyo in Japan schwimmen würde, dann müsste man heute davon ausgehen, dass man 3 Millionen Yen, das sind immer die Preise ohne Steuern, ohne Transport, ohne alles bezahlen würde. Das sind irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 Euro nachher, bis der Fisch bei einem ist. Aber nicht denken, das ist jetzt teuer. Nein, das ist es nicht. Es ist ein absolutes Ausnahmestück. Das können Sie, wenn Sie es mit Autos vergleichen, ein Urus oder ein, was weiß ich, für ein Ferrari oder sonst ein AMG Mercedes. Das sind halt so die besonderen Stücke, die man nicht jeden Tag hat. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, aus jeder Blutlinie kommen dann nur 1, 2, 3 raus. Ano Kotori Kara, Ano Shitsu no Kaede wa Nanbiki Kurai Demashita ka? ね、10匹の下だったかな。10匹の下。 So eine Schütze. Hi. Also ich habe gerade gefragt, von der Qualität aus der Zucht, wie viele sind da rausgekommen? Dann sagt er deutlich unter 10 Stück. Ano, anata mada iru? Sono kyodai mada iru? Nihoni? Ano, R1 ni imasu. R1 ni? 1匹. 1匹. Hi. Also er hat noch einen in R1, den werden wir dann in Japan sehen und dann entscheiden wir uns selber, welches der schönere ist. Watashi wa chibun de kimete kochi to dochi no hou ga ii desu. Anata no to kochi dochi no hou ga kirei desu. Watashi wa chibun de kimemasu. Ah, hai. Ishu kana to. Hai, ii yo. So. Ichiban ii tokoro wa? Karada to shitsu. Ich habe ihn gefragt, was ist stärkstes Bewertungskriterium? Dann sagt er Körperform plus die Qualität. Aber er sagt auch die Zeichnung, die ist unique, die ist omoshiroi, die ist richtig cool. Ato ipiki ketchu shitai? So da ne. Ano Ginrin no Matsuba no karashi. Wakarimashita. Chotto matte. Modoshite. Te de. Te de. Kochi de ii ne. Also der Koi wiegt ungefähr so viel wie Makoto. Anata no omosa wa to Koyo no omosa yori daitai onaji ne. So, ne. Also an ihn konnte er sich gerade auch nicht erinnern. Also man könnte hier 20 Stück rausfangen und würde aus dem Schwärmen nicht rauskommen. Kochi 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 kochi. Kochi kochi kochi. Kochi kochi. Von dem war er völlig begeistert. Frank auch, als er ihn Valentina zum Geburtstag geschenkt hat, in Koyo übrigens auch. Und das ist ein Ausnahmestück. Also da gab es bislang nur ein Ginrin. Ah, ii. Yokatta. Lucky. Unga yokatta. Da gab es nur einen. Der war damals auch noch ein bisschen heller. Und als er damals einen Preis gemacht hat, bin ich auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen.
Alter, wenn du mich jetzt aber mit dem Kescherstiel gleich noch umniedest. Auch die Nissei, die wir dieses Jahr gebracht haben, absolut geil. Kutschi, 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 kutschi. Ich kann nicht auch nicht. Kiyotsukete. Hi. Jo. Und wir zeigen jetzt bewusst mal Koi, die schon ein paar Jahre hier schwimmen. Der ist auch 2 Jahre oder 3 Jahre hier? Der ist 3 Jahre hier. Kutschi, 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 kutschi. Nee, Jose. Das ist das Ding mit der Terrasse hier. Ano Amigasuki. ちょっと難しいね、これ. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er das Netz mag, und er sagte nur, schwierig. Also schwierig zu fangen mit dem Netz. Hi. もうちょっと麻酔が欲しいかな。 Wir brauchen noch ein bisschen Beruhigung. 信じられないね。 ああ、綺麗だね。 Also Makoto sagt auch wunderschön. Und vor allem, das ist was er vorhin im Wasser schon gesagt hat, der hat Matsuba, er hat Ginrin. Chamatsuba. Chamatsuba. Chagoi, ちょっとチャゴイだね。 Chagoi Matsuba. Mai wa Karashi Matsuba. Ginrin no. Und er hat ein ganz leichtes Ginrin, dezentes Ginrin, aber er hat kein einziges Shimi. Shimi chanai desu, ne? Himbyukai ni tsuyoi? Kore wa tsuyoi, mezurashii. Also, auf Ausstellung wird er absolut stark. Also würde die Konkurrenz... Ach, der Hontuni. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video jetzt so rüberkommt, aber das ist Shinjirarenai, ne? Anime wo kirei. これでもうちょっとこう大きくなって、副輪が出てきたらもっと綺麗になる。 Und er sagt, wenn noch ein bisschen größer wird und Skinrin, Fukurin noch ein bisschen stärker wird, dann wird er nochmal sehr viel geiler. Hat ein schönes Schuppenkleid. 体のラインも綺麗だし. Und Körperlinie ist super. はかってください. はい. Shipment の時に, ich glaube, aber 78 oder so. はい. Also 87 cm hat auch 78 war er, glaube ich. 8, 9, ne, 8 war noch nicht da vorne. 79 war es, glaube ich. Ich habe noch überlegt, soll ich eine 8 hinschreiben? Dann habe ich gedacht, oh, wenn Frank misst, dann gibt's Beef. Nein, wir machen das immer ehrlich. Anata war heute nicht daiski, ne? Koji war. こうよと、どっちの方がいい?あなたは一匹を取って、どの?あ、どっちがいいか?こうよかな?こうよね。 Also ich habe ihn gerade gefragt, wenn er jetzt einen von beiden wieder mit heimnehmen dürfte, ihn oder den Koyo, dann sagt dann Koyo, doste Koyo, oya no tame. Oya no tame. まあ、私はあのテイストが好きです。でもおかしい。はい。 去年の秋にあなたは私と話して松葉について、あなたはあの茶松葉はいないです。そう。見たことがない。見たことがない。それは初めて。はい。Also das ist jetzt eine Premiere. Es fällt mir gerade ein, dass wir letztes Jahr in Japan uns noch darüber unterhalten haben, dass es keine Chagoi mit Matsuba gibt. Dass er es noch nicht gesehen hat und ich auch noch nicht. Und jetzt stehen wir hier bei Valentina und Frank und haben das. Oh. Shimiga ipiki. Hitotsu. Ipiki. Ichiban ii tokoro wa? Karada to mame, amine. Also Körperform und das Auge, also Mame, die Bohne, also die Schuppe. Aminome, das ist das Auge des Netzes. Alles geil. Immer noch Kachiba? 難しいな. Gefragt, was der Wert heute ist von dem Koi. Kachi de eba Koyo to onaji gurai aru to omu. Also wieder Koyo ungefähr.
genau das Gleiche. Das sind Einzelstücke, absolute Einzelstücke. Koyo wa nansenji made ni ogiku naremasu ka? Are wa saki 87 da tara 95 wa daijoubu. Also 95 kochi? Kore mo onaji gurai ne. Auch 95 wenigstens. Super. Das hat auch Chochi Konishi, sein Daddy, Frank, letztes Jahr mal erklärt, wo es um die Auswahl von Karashis ging. Sagt, es ist nicht entscheidend, wie schnell der Koi groß wird. Es ist nur entscheidend, dass er groß wird. Demo, seju no hayas, kono ikki no, seju no hayasa wa, jodo i, ne? So, da, ne. Ich habe gerade gesagt, auch hier, die Geschwindigkeit, wie die Koi wachsen, ist genau richtig. Und das sagt er auch. Und ich sage Ihnen, ich kenne Makoto schon ein paar Jahre, wenn der einen Koi so in den Händen hält, dann muss es was absolut Außergewöhnliches sein. Subarashi, ne? Chotto pride shimasu. So, ne? Ich habe ihn gerade gefragt, ob er ein bisschen stolz ist. Und er lacht und sagt, ja, so ist es wohl. Tsukute kudasai. Tsukuru koto ga dekiru? Nein, ne? Subarashii yo, kore wa. Kono type wa. Akamatsuba to. Hontou ni chagoi to akamatsuba no mannaka da. So. Iro mo. Und das ist der Wasser. Ich habe gerade gefragt, ob er sowas züchten kann. Dann sagt er, schwierig. Und dann sage ich, ja, Akamatsuba und Chagoi. Und er sagt, ja, von der Farbe ist er genau dazwischen. Chagoi ka Akamatsuba ka. Kono mannaka wa nakanaka denai. Ach so. Itsumo, Nishikigoi wa. So, Akamatsuba to Chagoi wo cross shite. Akachan wa Chagoi to Matsuba. Akamatsuba ga daitai itsumo sono... だいたい恋ブリーダーは、その、これとこれを足して、真ん中のやつが欲しいですね。はい。でも、だいたいどっちかが多いです。はい、その、うんうん、真ん中の恋は少ない。ちょうどいいミックスはすごい少ない。Ah, er sagt, das haben schon andere auch probiert, dass man Matsuba, also das Rot vom Akamatsuba und den Chagoi, dass das andere Züchter auch schon versucht haben zu züchten, weil sie genau die Farbe, Ano Moyo Gahoshi, ne? Ano Iro Gahoshi, das, ne? So ist es. Die wollen genau die Farbe haben, aber wenn man ein Matsuba mit dem Chagoi kreuzt, dann ist der absolute Löwenanteil der Koi, der Nachkommen, entweder Chagoi oder Matsuba, aber man kann die Farbe nicht so leicht mixen. Wirklich spannend. 日本でキープしてたらならないかもしれない。そのこのドイツのその水の品質とか、それも関係あると思う。Also er sagt auch, er glaubt nicht, wenn der Koi in Japan geblieben wäre, das ist richtig spannend, dass der dort genau die Farbe entwickelt hätte, sondern dass es einfach unser deutsches Wasser ist, die Art, wie wir Koi halten, dass es sich hier so entwickelt hat. 面白いね。はい。これは面白い。すごい。Mako-san, domo arigato gozaimashita. Hai, arigato. Also, der Tabellenführer verabschiedet sich von einem Traum Ginrin Matsuba Chagoi. Ginrin Matsuba Chagoi. Hai, arigato gozaimashita. Hai.